Hey ho und willkommen zu einem weiteren Guide der Derpioten. Hier ist der Mad Mike an der Strippe und ich dachte mir, ich bringe euch heute einfach mal ein bisschen näher, wie wir die hohen Qualitäten unserer Let's Plays gewährleisten. Wir fangen einfach damit an mit den Tools, die wir dafür benutzen. Und das wäre zum einen mal, was ihr braucht, das Lagarith Lossless Video Codec oder der Codec. Den könnt ihr ganz einfach runterladen, hier oben ist der Link. Und dann installieren. Das tut nicht viel weh, das ist ein Lossless Video Codec, den braucht ihr auf jeden Fall. Einfach auf den Lagarith Installer klicken oder den Codec manuell runterziehen, wie ihr das eben machen möchtet. 32- und 64-Bit-Versionen sind mit drin. Funktioniert ab Windows 2000. Denkt dran, ne? Die 96er-Version ist eingestellt worden in der Unterstützung oder von der Unterstützung von Microsoft. Nicht mehr benutzen, bitte, 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 bitte. Und dann habt ihr schon das Erste. Als Zweites braucht ihr den Debug Mode Frame Server. Das erkläre ich euch ein andermal oder beziehungsweise später, warum das Ding überhaupt notwendig ist. Hier könnt ihr es auch einfach runterziehen. Hier gibt es so einen Download-Bereich in der rechten unteren Seite. Einfach draufklicken, installieren. Es kann ab und zu mal ein bisschen dauern, bis es nachher funktioniert. Das schauen wir uns nochmal zusammen an. So, und wie das so manchmal ist, man vergisst fast noch ein Tool. Ihr braucht nämlich noch das MKV-Tool-Mix. Das könnt ihr einfach hier bei chip.de runterladen. Oben seht ihr wieder den Link. Auch einfach installieren. Ihr müsst es nicht mal öffnen. Das wird automatisch nachher genutzt. Also ihr braucht es auf jeden Fall nur drauf haben. Das ist auch wieder wichtig, um nachher das Rendern machen zu können. Dann braucht ihr das wichtigste Tool überhaupt, das nennt sich MIGUI oder MEGUI oder wie auch immer man es aussprechen möchte. Da streiten sich bei uns die Let's Player so immer drüber. Das geht noch einfacher. Einfach wie gesagt hier oben auf den Link drauf gehen. Ich packe natürlich noch alles in die Beschreibung. Das könnt ihr dann einfach da anklicken und runterladen und installieren logischerweise. Das ist immer das Wichtigste. Installiert die Sachen. Wenn ihr mal irgendeinen Wipe macht und einfach nur denkt, hey, ne, meine Programme sind auf der anderen Platte dann übrig, müsst ihr alles, gut, die drei jetzt wahrscheinlich nicht neu installieren, aber die meisten Sachen, wie zum Beispiel eben auch unser Aufnahmeprogramm, nochmal neu installieren. Und wir nutzen Vegas Pro 12. Jetzt nicht erschrecken, das Ding ist wirklich teuer und ja, das ist eine Lizenz, die tragen wir auch. Kostet normalerweise 480 Ocken. Also ist schon ein ganz schöner Preis, muss man sagen, aber es lohnt sich. Wer lieber mit einem anderen Programm arbeiten möchte, auch Freeware-Programm, da gibt es noch andere Guides im Netz, guckt euch um. Ist aber im Prinzip immer das Gleiche. Wir arbeiten auf jeden Fall damit, das heißt, ihr werdet das Programm jetzt auch ein paar Mal mehrmals zu sehen bekommen. Die Krux des ganzen guten Aufnehmens sind natürlich gute Aufnahmetools. In unserem Fall benutzen wir PlayClaw, derer sind PlayClaw 4 und PlayClaw 5. Der Grund, warum wir zwei benutzen, ist, dass manche Spieler mit 5 besser laufen, manche mit 4. Beide sind anders programmiert worden, aber beide tragen im Endeffekt den gleichen Codec inne. Also einen ganz speziellen PlayClaw-Codec. Das ist ein guter Tipp im Übrigen, egal mit was ihr aufnehmt, das Ding müsst ihr auf jeden Fall dann auch so benutzen, nachher in, sagen wir mal, Sony Vegas. Ansonsten sagt er, hey, kann ich nicht laden das Video, weil der Codec existiert nicht. Hab's vorhin schon angemerkt, merk's nochmal an. Wenn ihr irgendetwas, wenn ihr einen Wipe macht zum Beispiel von eurer Festplatte und ihr wollt dann einfach mit den gesicherten Daten weitermachen, die auf eurer Wechselplatte drauf sind und auf dieser Wechselplatte war ein PlayClaw, dann wird es nicht funktionieren. Ihr müsst PlayClaw dann neu installieren. Ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das Problem hatte ich schon mal. Installiert immer eure Haupttools immer nochmal neu. Ich meine, Templates und so könnt ihr immer behalten, aber die neu machen. Wir gehen jetzt durch PlayClaw 4 und PlayClaw 5 einmal durch, welche Einstellungen wir benutzen. Das reicht vollkommen von der Qualität, garantiert. Zumal wir sehr stark auch mit Codierungen nachher arbeiten. Bei PlayClaw 4 ist es relativ einfach. Ihr habt hier das kleine Rädchen für Common Settings. Das sind generelle Settings. Ihr könnt es, glaube ich, auf Deutsch stellen. Ist aber relativ wurscht jetzt an der Stelle. Relativ normal. Check for Beta Versions. Gibt es eigentlich keine Unterstützung mehr. Das ist, wie gesagt, eine alte Version. Und die Settings. Das eine Setting, was wirklich wichtig ist, wenn ihr sowas machen wollt, wie ich es gerade mache, nämlich Desktop aufnehmen, müsst ihr den Haken setzen. Dann könnt ihr ganz normal, als wenn ihr ein Video aufnimmt, eben alles desktop-technisch abgreifen. Und hier oben, wie gesagt, gibt es auch Deutsch. Ich habe es halt jetzt in Englisch, müsst ihr mit leben. Dann gibt es die Videoeinstellungen. Ganz einfach. Das erste definiert im Prinzip auch nur, wo euer Ordner ist, wo ihr die Sachen ablegt, Screenshots. Welchen Button ihr nutzen wollt für Screenshots, welches Format. Die Frame Indication, das ist eigentlich nicht so wirklich wichtig, ob es Text ist oder Frame. Auto-Screenshots könnt ihr einstellen, dann wird dann alle 30 Sekunden zum Beispiel hier mal drauf geklickt, könnt auch einstellen, einen Screenshot gemacht, ist auch recht praktisch. Indication heißt im Prinzip nichts anderes, als wenn ihr den Text jetzt habt, zum Beispiel hier, dann wird nach 30 Sekunden ein Screenshot gemacht und ihr seht einen roten kurzen Text von wegen Screenshot. Prinzipiell. Beim Frame ist es so, dass ein kompletter kurzer Overlay passiert, das ist wie so ein Blitzen, so ein rotes, dann habt ihr einen Screenshot gemacht.
Ob manuell oder automatisch, ist egal, das kriegt er dann als Effekt. Ist ziemlich nervig, deswegen ist das halt die Frage, ob man es machen möchte oder nicht. So, das nutze ich natürlich jetzt nicht, raus damit. Ups, hoppala. Dann Videos, genau das gleiche wieder. Hier könnt ihr auch definieren, ne? Select oder Open. Open ist, wenn ihr den Ordner auch nicht finden solltet, macht dann auf damit. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Flip ist er offen, da kommen wir gleich nochmal dazu. Und Select ist natürlich, wo ihr das Ganze ablegen wollt in Videos. Im Audio ist es dann natürlich nicht mehr drin, das ist nur Screenshots und Video. Dann die Tasten definieren, mit was ihr das Video starten und stoppen wollt. Stop und Delete Hotkey, das braucht man eigentlich nicht. Also wenn man wirklich was stoppen und löschen möchte an Videos direkt, kann man machen, muss man nicht. Ich habe es rausgelassen. Und Toggle Pre-Record Hotkey nutze ich in der Regel auch nicht. Dann Video Auto Target, definitiv File on HDD. Ihr wollt keine Virtual Webcam, ihr wollt auch kein File on HDD und Virtual Webcam. Ihr wollt auf jeden Fall erstmal File on HDD haben. Und das Ganze natürlich nicht unter 30 FPS, kein 29,97, wie das manche machen, die noch noobig sind, oder 25, 15 und 10 und 5 schon gar nicht. Und tut mir einen Gefallen, lasst die blöden 60 Frames weg. Es bringt nichts. YouTube rendert es eh runter, also kodiert es sowieso auf 30 runter. Ihr habt höchstens einen Qualitätsverlust, es wird sich nicht bemerkbar machen für euer Auge. Und jeder, der mir erzählen möchte, dass man 60 Frames sieht mit bloßem Auge, dann sollte man zum Optiker gehen und sich erklären lassen, wie viele Frames wir, also wie viele Bilder pro Sekunde wir als Mensch überhaupt sehen können. So, Resize Frame 2 auf gar keinen Fall. Hier wird nichts resized, also verkleinert wird hier gar nichts, wird immer original aufgenommen. Also sprich, in dem Fall momentan 1920x1080. Ich habe noch keinen sonst was 4K-Monitor hier stehen. Kommt vielleicht noch in ein paar Jahren. Und ein Capture Cursor. Könnt ihr einstellen oder nicht. Ich würde es immer empfehlen, drin zu lassen. Dadurch sieht man schön, wie hier zum Beispiel, wo ich eigentlich rumfummel, ist besser. Der Vierer hat gerade mal drei Einstellungen. No Compression, Low Compression und MJPEG. Low Compression reicht vollkommen von der Qualität her, garantiere ich euch. No Compression ist einfach so, das sind dann die RAW-Files, die sehen dann genauso aus, wie wenn ihr Fraps benutzen solltet. Und das wollt ihr wirklich nicht, trust me. Compression Threads ist nichts anderes als die Cores, also sprich die Kerne eures Prozessors. Wenn ihr einen 4-Kerne habt, könnt ihr 2 einstellen, 1 einstellen, 3 einstellen. Könnt ein bisschen rumtesten. Wenn ihr 4 einstellt, werdet ihr vielleicht beim Zocken ein bisschen Probleme haben. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie neu euer Rechner ist und wie stark er ist. Probiert es einfach aus. 2 ist auf jeden Fall eine ganz gute Varianz. Läuft man ganz gut mit. Und ansonsten Max Pre-Record Buffer Size einfach auf 10 lassen. Alles gut. Audio. Hier seht ihr das auch schon. Ich habe jetzt momentan 3 hier drin. Da könnt ihr beliebig viele reinmachen. Ich mache das mal gerade noch ein bisschen größer, weil hier ist noch rechts so ein bisschen was, was ihr sehen wollt. Sekunde. So. Mikrofon gucken, dass es richtig ist. Vor allem hier muss immer Enabled stehen. Das ist ganz wichtig. Wenn hier kein Enabled steht, wie hier unten zum Beispiel, draufklicken, hier oben rechts auf den Button klicken, Enable Source und dann ist es drin. Ihr könnt das natürlich auch mit Hotkeys versehen, damit ihr es an- und ausmachen könnt. In der Regel braucht das nicht. Das Schöne und ein gutes Ding bei PlayClaw 4 und 5 ist, dass jede Audiospur einzeln abgegriffen wird. Bis auf TeamSpeak. Da müsst ihr ein bisschen rumtricksen. Ich persönlich mache es immer so. TeamSpeak wird immer mit reingeschnitten in die, sag ich mal, in die Soundfiles vom Spiel zum Beispiel. Und da ich die Spielsound so etwas niedriger mal habe, ist das vollkommen in Ordnung. Zumal ich jetzt mittlerweile mit Leuten zocke. Schönen Gruß hier an Let's Play Some Games, ne? Wir hatten ja mal das Thema. Die damit keine Probleme haben. Dementsprechend ist alles gut. So, Transform Float to PCM einfach drin lassen. Transform to Stereo ausmachen. Mix Sources in One Track ausmachen. Sonst habt ihr alles in einer Spur, das ist Blödsinn. Und Write All Audio Tracks in Separate Wave Files. Ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass eben wirklich alles in separate WAV Files gepackt wird und alles ist gut. Advanced Settings braucht ihr in der Regel nicht. Alles ausmachen oder anmachen, könnt ihr gucken. Das ist so ein bisschen Use Timestamp as Subfolder for Capture. Dann wird das Ganze eben mit Zeitstempeln noch versehen, wenn er was abspeichert. Oder in Subfolder, also in Unterordner gepackt. Alles ist wirklich notwendig bei mir, also von daher ist aus. Dann gibt es Overlay Settings, da könnt ihr euch selber mal reingucken. Die werde ich jetzt nicht so angehen, wie zum Beispiel, wo werden die Frames angezeigt, wo wird angezeigt, wann recorded wird, ist sehr praktisch im Übrigen. Mit Varianzen wie Farben und so weiter und so fort. Ist ein bisschen hakelig, geht aber ganz gut. Wenn man es einmal einstellen möchte, sieht das im Übrigen so aus. Moment. Moment. Ne, ist hier drin. Stimmt ja, hier wird nichts aufgemacht. Hier ist das hier drin. Also man kann jetzt hier draufklicken und das dann verschieben. Das mache ich jetzt aber nicht, weil sonst versaue ich mir wieder alles damit. Dann gibt es Voice-Avatare, die braucht ihr in der Regel auch nicht. Könnt ihr machen, wenn ihr wollt, aber naja. Und natürlich ein Webcam-Overlay. Das müsst ihr dann nur anmachen. Dann habt ihr eine kleine Webcam. Ich kann ja mal ganz kurz. Sieht furchtbar aus, aber ich mache es trotzdem mal ganz kurz. Sekunde. Einfach hier rein, speisen, zack. Da ist er, der Mad Mike, total unfrisiert und unrasiert und direkt mal wieder ausmachen, oh mein Gott. So, das ist auf jeden Fall PlayClaw 4. PlayClaw 5 ist auf der anderen Seite und das ist etwas, ihr seht schon, ne, die Kacheln. Ihr klickt einfach auf den Encoder,
und nimmt auch in dem Fall, jetzt nicht verwundern, einfach MJPEG. Ihr seht schon, es gibt Fast. H264 Intel QuickSync wird unterstützt, wenn ihr also den entsprechenden Core dafür haben solltet. Also sprich, den CPU könnt ihr das auch machen, wenn ihr wollt. Und einen NVIDIA Encoder. Aber ich garantiere euch, nehmt MJPEG, damit lauft ihr besser, weil damit wird Vegas nicht Probleme, also keine Probleme haben. Geht dann auf Encoder Setup und packt das Ganze auf 95. Jetzt könnt ihr noch sagen, Use Full Color Range ist teilweise gar nicht so eine dumme Idee, weil dadurch gibt es nicht wirklich eine bessere Farbqualität. Und ihr könnt U411 Compression benutzen, da wird es noch ein bisschen kleiner. Das wiederum würde ich nicht so machen. Aber ihr könnt das hier gerne anmachen, das wird euch nicht wehtun. Custom Frame Size hast du auch aus. Gleiches Thema, guckt euch in Ruhe mal an. 30 Frames, 2 Compression Threads. Smooth Frame Flow würde ich immer drin lassen. Draw Cursor würde ich drin lassen. Wenn Smooth Frame Flow mal Probleme machen sollte, dann macht das einfach aus. Das heißt einfach, dass die Frames stabilisiert werden auf 30 Frames nach oben. Max Pre-Record, BFS-Size ist wieder 10. Die 2 bleiben wieder aus. Das alles ist eine momentan, ihr müsst nicht zweimal springen. Und unten den Container. Ihr könnt entweder Matroska nehmen oder Avi. Da wir nachher in Matroska aber umwandeln werden, in den Container, bitte Avi anschalten. Das ist wichtig für Vegas. So, und Write Audio in Several WAV Files kennt ihr ja schon. Dann Audio Source ist gleich geblieben prinzipiell, ne? Habt ihr zwei, sieht halt ein bisschen anders aus. Draufklicken und so könnt ihr jetzt nicht, ihr könnt aber noch, ihr seht im Prinzip, was hier an ist und was aus ist. Ihr könnt nicht manuell wie drüben im Vierer das einfach anschalten. Ihr seht einfach, was ist momentan drin und wie laut es natürlich ist. Lasst es einfach auf Maximum Volume und steuert das Volume am besten immer über euren PC und nicht über dieses Tool. Screenshots ist das gleiche wie vorher, nur dass ihr halt PNG und JPEG hier mit Dots auswählen könnt. Screenshot Indication Frame, FPS Color habt ihr schon mal gehabt, das ist im Prinzip dann der Text. Indication Color könnt ihr auswählen, ist hier in dem Fall orange und ja, Intervall kennt man ja auch. Overlays hat sich ein bisschen geändert. Ich nehme mal als Beispiel FPS. Erstmal müsst ihr es anmachen, dann ist es an. Furchtbar im Übrigen. Dann, ob man es in Videos und Screenshots sehen soll oder nicht, anschalten und dann Set Appearance. Set Appearance wird euch einen zweiten Screen eröffnen. Ich mache es jetzt trotzdem mal kurz. Glück. Moment, dauert einen Moment. So sieht das dann aus. Und da könnt ihr dann alles einstellen, wie, ja, prinzipiell alles. Also, wer Probleme hat mit ganz vielen bunten Lichtern und so weiter, lässt es einfach sein. Prinzipiell braucht das in der Regel eh nicht. Also, ich sag mal zumindest FPS nicht. Wenn ihr Aufnahme sehen möchtet, das ist in dem Fall, Moment, muss kurz gucken, der Timer müsste das sein. Nee, Quatsch, wo ist das denn jetzt hin? Clock, GPU, CPU, Image, Show, da, Record, Statistics, das ist es. Die Record Statistics sind natürlich enabled, da ich sehen möchte, wann nehme ich auf. Das ist bei mir immer oben links in der Ecke im Übrigen. Show in Video und Screenshots auf gar keinen Fall. Set Appearance könnt ihr wie gesagt selber ein bisschen rumfummeln, tut euch nicht weh. Show Record Time, Show Files, das ist immer ganz cool und Show Drop Frames lasst man raus. Recording Time heißt einfach, wie weit habt ihr schon aufgenommen, wie viele Minuten. Bei mir sind es 10 Minuten 7 jetzt dementsprechend schon, plus das vorher, was ich aufgenommen habe. Und Show Files, da ist es im Prinzip, wie viele Megabyte sind weit draufgegangen oder in dem Fall Gigabyte. Dann haben wir die Hotkeys, die könnt ihr belegen, wie ihr wollt. Das hat man gerade eben schon mal selbst erklären, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Und Folders ist auch das gleiche. Mit einem kleinen Rädchen setzt ihr fest, wo es hin soll. Unten drunter könnt ihr sagen, soll das Ganze noch den richtigen Namen bekommen. Und das Datum. Mann. Also, wir sind schon gewohnt, dass immer, wenn ich eine Aufnahme mache, mein Telefon klingelt. Ich muss mich daran gewöhnen, endlich mal auszumachen. Das ist immer meine Mutter im Übrigen. Mann. So, anyway, auf jeden Fall könnt ihr das Rädchen anklicken und dann einfach sagen, ja, ich möchte das da und da abgespeichert haben. Das gleiche auch gleich für Screenshots und Videos, also nicht mehr zwei Buttons, sondern in einem. Wunderbar. Wunderklärchenmärchen. General Settings. Englisches Interface, deutsches Interface. Ich nehme immer Englisch, weil dann sind weniger Rechtschreibfehler drin und man versteht es meistens doch besser. Minimize to System Tray ist enabled, Start Minimize ist enabled, Start with Windows ist disabled, ganz einfach, weil nervt sonst, wenn es immer gleich mit anspringt. Check Updates und Start ist ganz, ganz wichtig und Desktop Mode On und Off, das ist das, was ich hier gerade im Prinzip mache, nur mit der 4er Version. Dann könnt ihr quasi den Desktop abgreifen, also sprich, wenn ihr aufnehmen wollt. Ansonsten gibt es Debug Mode, keine Ahnung, was das Ding macht, noch nie wirklich den Sinn darin gesehen. Und Reactivate ist mal, wenn ihr zum Beispiel das Ganze neu installiert habt und ihr wollt quasi euren Code, also eure Lizenz genau reaktivieren, dann ist das das. Unter Profil könnt ihr im Prinzip noch ein eigenes Profil anlegen. Unter dem Fragezeichen kriegt ihr im Prinzip nur eine weitere Verlinkung auf PlayClaw auf die Webseite. Sekunde, gehen auf den 5er zurück. So, 4er nehmen wir neben dran. Und rechts unten habt ihr dann noch die Blacklist. Und die ist relativ wichtig tatsächlich. Deswegen geht die im Übrigen auch nicht, sehe ich gerade. Add to Blacklist, Remove from Blacklist. So, alles gut. Das ist im Prinzip, die Blacklist ist dafür da, dass ihr nicht irgendwelche Programme laufen habt, die euch nerven, irgendwo Performance wegnehmen etc. pp.
Also dann sagen wir mal an, ihr habt jetzt 7 Milliarden Programme offen. Die werden hier erstmal alle gelistet und dann könnt ihr hier ne, Sachen zur Blacklist hinzufügen. Oder halt wieder, wie gesagt, ne, remove. Sobald sie hinzugefügt sind, also hier sieht man gerade, es sind 4 detected. Könnte Sidebar, könnte ich jetzt zum Beispiel auf Blacklist setzen, dann habe ich keine Sidebar mehr. Ich könnte Playgroup 4 auf Blacklist setzen, wäre jetzt gerade ziemlich doof, aber dann nehme ich auf. Dann stört das nachher nicht in, ja, sag ich mal, bei der Aufnahme. So. Eine Aufnahme folgt dann im Beispiel hier. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich nehme mal kurz meinen kleinen Mönch raus von Diablo 3. In dem Fall, nur man hat eine schnelle Aufnahme gemacht, die läuft jetzt auch gerade eben. Die Aufnahme wird dann nachher dementsprechend verwendet fürs weitere Rendern. Man spielt so ein bisschen, alles wunderbar, testet es am besten auch, indem man dann nochmal stoppt und guckt sich das Ganze mal an. Machen wir gleich Sekunde. So, und zwar geht das folgendermaßen. Wir haben jetzt eine Aufnahme gemacht und öffnen jetzt erst einmal ganz kurz einen Ordner, wo wir das Ganze gespeichert haben. Das ist in dem Fall hier bei mir. Computer Footage, bla bla bla, wo auch immer es ablegen habt. Ersten Tipp, Ordnung ist das halbe Leben. Also macht es euch wirklich so logisch wie möglich, dass ihr das Zeug wieder findet. Der gute Knorker bevorzugt nimmt zum Beispiel Ordner, die jede Aufnahme in extra Ordner schieben. Ich persönlich bevorzuge es einfach alles untereinander und nutze das Ganze dann nach dem Datum, um mich wieder zurechtzufinden. In dem Fall haben wir hier die Diablo-Datei und ihr seht auch schon, hier sind 2 Spuren. Einmal eine Waffe, nochmal eine Waffe. Das eine ist mein Gelaber, das ich gerade ablaber. Und das andere ist in dem Fall der Ingame-Sound. Und das dritte ist natürlich, also wenn ich jetzt mal Doppelklick mache, auch auf die Gefahr, dass ihr gleich Sound hört, ist das natürlich hier die Aufnahme. Ihr seht schon, ne? Sieht schon mal ganz gut aus. Schnucklig, bisschen dunkler als vorhin. Ich habe es mal kurz gestoppt, nicht, dass ihr euch wundert. Machen wir mal Escape. So, und machen es mal ein bisschen kleiner. Ist immer ganz gut nachzukontrollieren, ist die Aufnahme was geworden. Wenn das regelmäßig gut aussieht, braucht das nicht mehr nachkontrollieren. Also in der Regel ist ganz okay. Und dann geht's ans Eingemachte. Und hier sieht auch schon so ein bisschen ein paar Aufnahmen. Also relativ viel Diablo. Das sind meine Aufnahmen, die ich auch gerade eben mache. Hier die DWMs. Desktop ist es im Prinzip. Ein bisschen EverQuest Next habe ich hier noch. Und sonstigen Kram wie WoW. Das wird ein Spezialprojekt. Mal gucken, wann ich damit fertig werde. Und ich habe mir das so gemacht auf meiner Footage Only K. Habe ich mir einen Footage-Ordner angelegt. 01 in dem Fall. Und darunter habe ich alle, ihr seht schon hier, Action Raw, was war mehreres Action, als ich es getestet hatte. Das ist reine Cam-Aufnahme, Elgato-Aufnahmen von meiner Pläse. Frag mich, was Eos war. Oh Gott, das war, oh, vergesst es einfach. Playclaw Raw ist die ganz wichtigste, das ist einfach alles, was von Playclaw kommt. Screenshots sind hier drin oder im Playclaw, je nachdem, wie ich das möchte. Und reine Smartphone-Aufnahmen. Ja, mit Smartphone nehme ich manchmal auch auf. So, Playclaw ist ganz wichtig, ne? Das Lara Final Backup ist einfach nur ein Backup gewesen, weil da gab es damals, das ist ewig her, ein paar kleine Probleme mit Lizenzen, also ignoriert das Ganze jetzt einfach an der Stelle mal. Und ja, dann habt ihr den Ordner auf jeden Fall schon mal mit euren ganzen Daten. Hier findet es auf jeden Fall wieder. Machen wir mal zu, den brauchen wir hier. Ja, wobei, wir machen den minimierenden, wir brauchen den nachher nochmal wieder. Dann habe ich einen Ordner mit Projekten gemacht. Das ist jener hier. Warte mal kurz ein bisschen kleiner, das heißt, ich muss auch gleich ein bisschen nacheditieren wahrscheinlich. So. Besser ist das. Und auch hier ist in dem Fall Projekt J. Ja, ist eine eigene Partition dafür. Da sind alle meine Projekte drin. Alle Projekte drin. Und da die ja ganzen Projekte eh schon live sind, kann ich mal drauf kurz draufklicken, wie es drin aussieht. Okay, so sieht es drin aus. Games-Episoden, Intros, Logos, Effekte, Sound, Musik, Templates, Podcasts, Fotos, Release-Pläne, Video, Gewinnspiele, Comedy. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber organisiert euch ein bisschen. Ihr werdet nachher, nach einem Jahr oder zwei, werdet ihr echt denken, wenn ihr alles in eine Datei oder einen Ordner geworfen habt, oh mein Gott, was jetzt? So, Games-Episoden sind natürlich die wichtigen. Hier sind alle Spiele im Übrigen drin. Das unten könnt ihr mal ignorieren. Das ist von Avisynth. Das kommt halt dann dazu. Und hier finde ich nachher auch alles wieder, wenn ich irgendwas suche. Wenn ich zum Beispiel ein Template wieder suche oder nutzen möchte, finde ich die hier immer wieder drin. Das heißt, ich speichere alles so lang wie möglich und räume nur ab und zu mal auf. Bedeutet aber auch, dass ihr ein bisschen Festplattenplatz brauchen werdet. Das garantiere ich euch sogar. So, wir haben jetzt Diablo aufgenommen. Diablo habe ich schon mal gehabt. Das heißt eigentlich, wenn ich jetzt noch mit Diablo rendern möchte, gehe ich einfach hier in meinen Diablo-Ordner, in meinen Up-Ordner. Das erkläre ich euch gleich, warum da ein extra Up-Ordner noch drin ist. Und habe hier meine Vorbereitungen richtig schön auch getaglined, ne, für, ja, ganz einfach. Das ist so geschrieben worden für SEO, also Search Engine Optimization. Diablo-3-ROS für ne, Reaper of Souls, bla 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 bla. Teil 1, 2, 3, wie auch immer, Let's Play, Test oder wie auch immer man es möchte. HD, Deutsch und das Mux dahinter könnt ihr ignorieren, das kommt nachher eh weg. Das kommt durch das MIGUI. Das ist jetzt ein bisschen vorgegriffen. Das liegt daran, dass ich hier normalerweise ja gesagt habe, ich würde mir jetzt hier so eine Sony Vegas Datei einfach wieder nehmen und öffnen. Das mache ich jetzt einfach mal, einfach nur zu zeigen, wie es normalerweise aussieht. So, oben geht mal kurz was auf, das könnt ihr ignorieren. So, dauert einen kleinen Moment.
Dumm, 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 dumm. Schwupp. Das könnt ihr auch ignorieren, das erkläre ich nachher auch mal. So, und so sieht normalerweise meine Arbeitswerkstatt aus. Kleiner Vorschaubildschirm hier oben. Hier unten sieht man, wie gesagt, die Dateien. Und auch wenn ich jetzt wieder noch was sage, ist es vorgegriffen. Normalerweise würde ich dann hingehen, das zeige ich euch ganz kurz, die Videodatei alles rauslöschen, was ich nicht brauche. In dem Fall ein Video rauslöschen, die Sounddateien rauslöschen. Und dann gehe ich ganz normal in meinen Playclaw hier rein, in meinen Ordner, Entschuldigung, wo meine Aufnahme drin ist. Ziehe mein Video ganz normal hier runter. Das ist ganz kurz, deswegen ist es auch so, ne? Also man sieht diesen grauen Rahmen. Das hüpft genau auf die Stelle, wo ein Video reingeschoben werden kann. Das andere ist nämlich Audio. Und lass es einfach mal fallen. Zack, ist drin. Wenn ich jetzt einmal mit der linken Maus da reinklicke und mit dem Mausrad reinzoome, dann wird es ja länger. Ich klicke nochmal kurz an einer anderen Stelle, damit es nicht so weit auseinanderläuft. Hier werden die Frames einfach auseinandergezogen und dadurch kann man es nachher besser bearbeiten, wenn man das machen möchte. Ich möchte euch jetzt nicht Vegas erklären, das ist im Prinzip, dafür gibt es genügend Guides im Internet, das muss jetzt nicht sein. Ich möchte nur zeigen, wie ich arbeite allgemein hier bei den Let's Plays. Jetzt kann man hier oben noch ein bisschen mehr Rahmen nach oben schieben, um mehr Platz nach unten zu haben. Brauche ich in der Regel eigentlich nicht. Mache ich jetzt extra mal kurz für euch. Ich werde mal ganz kurz den Kram entfernen, den ich wirklich nicht brauche. Das ist nämlich zum Beispiel den hier und den hier. Das ist Linksklick einfach auf diesen Kasten und entfernen drücken, dann ist das nämlich weg. Dann haben wir unten ein bisschen mehr Platz. So. Und dann nehmen wir mit Alt-Tab wieder den kleinen Ordner hier auf und nehmen uns schon mal die erste Waffe. Ziehen die einfach hier rein, genau wie gerade eben. Ihr seht schon, die springt jetzt direkt unten drunter und mit dem kleinen blauen passt sie es direkt hier an das Video an. Das machen wir aber nicht hier an der Stelle, sondern eins drunter. Bei mir ist es einfach so organisiert, dass das, was drunter ist, zeige ich euch gleich. Zack. Und das ist meine Stimme, die erkenne ich schon direkt. Und nehmt dann die nächste Sounddatei und zieht die drunter. So, damit ist alles in einer Spur. Ne? Das ist schon mal cool. Dann zur Sicherheit markiert ihr 1, Steuerungstaste runterdrücken, 2, 3 und drückt einmal G für Gruppieren. Ganz einfach, wenn ihr dann irgendwo hinklickt, hoppala, ich habe alles entmarkiert, könnt ihr einfach auf eine dieser Spuren klicken, ganz egal, ihr seht, die anderen sind schon blau umrahmt und könnt die alle auf einmal ziehen, nach links und rechts oder hoch und runter, ist ganz egal wohin, die bleiben erstmal zusammen an denselben Stellen. Sehr praktisch. Mausrad nach außen wieder, es wird alles wieder klein, ne? Reingedrückt, nach oben quasi wird es rangezoomt oder auseinandergezogen, nach unten eben dann dementsprechend wieder zusammengeschoben, von oben von der Timeline-Leiste und dann zieht ihr das Ganze einfach mit Linksklick rüber bis an eure vorbereiteten Templates und auf die gehe ich dann später noch ein. Das ist im Prinzip das Intro und ein paar Sounds etc. pp. Und dann macht ihr die kleine weitere Bearbeitung und hättet im Prinzip dann immer eine Episode nach der nächsten, die immer gleich aufgearbeitet ist. Ihr macht immer ein Template auf, löscht die das quasi raus mit Entfernen, wäre das jetzt in dem Fall, und zieht die neuen Dateien rein, benennt sie neu um und so weiter und so fort. Aber wir wollen das Ganze ja von vorne sehen. Dementsprechend ignoriert das jetzt einfach mal, was ich hier gemacht habe. So, ihr habt nämlich normalerweise ein neues Template. Das sieht nämlich dann ungefähr so aus. Neues Projekt. Und damit ihr das erste richtig anlegen könnt, müsst ihr Folgendes beachten. Erstmal hier oben, Vorlage. Ne? Das ist schon mal totaler Blödsinn, das kommt nachher weg. Deswegen machen wir schon mal entfernen, weg damit. So, was ihr nämlich auf jeden Fall vorher braucht, ist eine Vorlage. Das heißt, das habt ihr ja normalerweise alles gar nicht. Das ist alles blank, da ist eigentlich gar nichts da. Für mein Team stelle ich das Template einmal zusammen, schiebe es ihnen irgendwo auf eine Dropbox und dann ist alles gut. Dann brauchen wir jetzt nur noch öffnen und von da aus geht alles relativ schnieke vonstatten. Was für euch wichtig ist am Anfang, ihr klickt erstmal hier oben auf Videoeigenschaften des Projekts. Ihr geht hier hin und schreibt hier erstmal einen anderen Text rein, der normalerweise drin steht. Normalerweise steht nämlich Folgendes drin. Zeige ich euch kurz. Moment, Steuerung N. Da steht normalerweise drin. HD, 1080p, 60i, bababababa. Totaler Bullshit. Genauso wie hier so ein paar Sachen. Totaler Blödsinn. Merkt euch einfach mal, was hier drin steht. Wenn ihr auf 1920 aufnehmt, muss das natürlich drin stehen. Das Ganze darf kein bzw. Progressive Scans sein. Es muss auf 1 Quadrat stehen bzw. 1,0000. Ihr packt es auf jeden Fall auf 30 Frames, wir haben schon mal gesagt, nichts unter 30, auch nichts über 30, braucht kein Mensch. Pixelformat könnt ihr gucken, was schöner ist, ich bevorzuge 8-Bit, ihr könnt aber auch gerne 32-Bit Gleitkomma, Video-Level oder Vollbereich testen. Naja, wenn dann den Vollbereich, nicht diesen Video-Level-Bereich, aber 8-Bit ist vollkommen okay. Ist einfach so, die Kontraste werden ein bisschen stärker, wenn man 32-Bit nimmt, aber es könnte auch dadurch ein bisschen dunkler wirken. Dann nehmt ihr optimal in der Renderqualität, das ist einfach das Beste, im Englischen heißt es glaube ich wohl auch Best. Hier heißt es optimal, fragt mich nicht, warum die Leute das in Deutsch so übersetzt haben.
Bewegungsunschärfe-Typ geht nach Gauss. Immer. Da gibt es nichts dran zu diskutieren. Deinterlace-Verfahren auf gar keinen Fall. Ihr wollt keine Linien drin haben irgendwann mal. Quellmedien gemäß Projekt und Rendereinstellung optimal anpassen. Ist auch angehakt. Und natürlich Ordner für vorgerenderte Dateien noch definieren. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Prinzipiell einfach drin lassen. Ist egal. So, alle neuen Projekte mit diesen Einstellungen starten würde ich nicht empfehlen, denn ihr öffnet nachher einfach das Projekt wieder, was ihr das letzte Mal abgespeichert habt. Dadurch spart ihr euch den ganzen von wegen, wie muss ich das eigentlich anpassen? Oh mein Gott, war das jetzt 27, 1080 oder noch mehr? Also 1440 oder sonst irgendwas. Dann geht ihr auf Audio, stellt es auf 48.000, 16er-Bit Tiefe, lustig, auf Sampling gut, reicht vollkommen und den Rest könnt ihr euch lassen. Skala, mal kurz nur kontrollieren, ansonsten eigentlich so lassen, wie es ist. Zusammenfassen könnt ihr so lassen, wie es ist und Audio-CD interessiert auch keinen Arsch. So, das war's. Prinzipiell, ne, dann speichern unter einem eigenen Namen, Benutzer definiert, nennt es wie ihr wollt, auf den kleinen Speicherpunkt hier klicken und dann war's das schon für diesen Teil. Glaubt ihr nicht? Stimmt, ist auch nicht ganz richtig so. Für die eigentliche Arbeit, die dann kommt, die zeige ich euch jetzt. So, wir haben jetzt schon die Dateien hier reingefügt. Ihr seht das große Video hier an der Stelle, beziehungsweise jetzt auch nicht, weil es schon wieder gelöscht ist. Deswegen machen wir es mal kurz weg. Ihr habt also jetzt hier erstmal gar nichts. Überhaupt gar nichts. Ihr müsst hier im Prinzip wirklich ein bisschen rumtrainieren, wie ihr es machen wollt. Ihr zieht im Prinzip eure Dateien dahin, wo ihr sie haben wollt, damit die entsprechend im Ablauf so dann aussehen. Ich lasse es einmal ablaufen. Ne? Hier ist unser Logo, läuft oben schön ab. Dann käme das Intro, beziehungsweise dann käme das Video. Irgendwann im Video würden die zwei Dateien wieder überlagern. Das wäre in dem Fall hier wupp, unser kleiner Banner, den wir immer mit reinsetzen. Der wird auch wieder wupp, wieder weggehen. Das Video läuft weiter, weiter und weiter und weiter. Dann käme wupp, unser kleiner Twitter-Hinweis. Ne? Folgt uns unbedingt auf Twitter, wenn das noch nicht tut, tut es bitte jetzt. Und der ist auch wieder weg. Und dann läuft das Video weiter, weiter und weiter und weiter. Was aber ganz wichtig ist, und dafür mache ich nochmal ganz kurz das, was ich vorhin gemacht habe, nämlich ich ziehe das Video nochmal kurz hier rein. Moment, dauert eine kleine Sekunde. Ist manchmal ein bisschen verzögert bei mir mit dem Reinziehen, warum auch immer. So, Sekunde. Das sollte ich vielleicht auch richtig machen und keine Verknüpfung erstellen. Oh, jetzt eine Verknüpfung erstellt, fragt mich bitte nicht. Ich wollte das hier reinziehen. So, jetzt habe ich es hier. Zack. Ne, Video hier reingezogen. Wichtig ist immer, dass das Video natürlich und das, was oben ist, überlagert immer. Also hier sieht man ganz gut, dieses Video hier oben überlagert das untere Video. Ziehe ich das hier drüber? Ja, jetzt ist es hat nicht ganz geklappt. Entschuldigung, Vorführeffekt. Ich habe nämlich keine Videodatei hier oben, also keine Videospur. Doch, hatte ich doch. Warte her. So, dann sieht man es nicht mehr. Ne? Zack. Zack. Nochmal. Zack. Zack. Also auf jeden Fall immer gucken, dass das in der richtigen Reihenfolge ist. Die Sounddateien sind egal. Ob die oben drüber oder unten drunter sind, die könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das ist total wurscht. Was wir hier immer machen, nachdem wir sicherstellen, dass hier vorne das Intro ist, immer an der gleichen Stelle, und die Bauchbinde ausgewechselt wurde, das zeige ich euch gleich, und das Twitter-Ding an der richtigen Stelle steht, wobei das immer an der gleichen Stelle steht, macht ihr folgendes. Ihr geht hin, an das Video heran, in die Nähe zumindest, setzt die Maus hier dran, dann seht ihr dieses kleine gebogene Symbol. Dann drückt ihr die Shift-Taste am besten runter, klickt die linke Maustaste und zieht es nach rechts. Das gibt einen Übergang. Den zeige ich euch ganz kurz, wie das dann aussieht. Ich mache den jetzt mal auf 3 Sekunden. Ich versuche den immer zwischen 2 und 3 Sekunden zu haben. Es reicht vollkommen, weil je länger der macht, desto länger dauert es nachher, dass es einblendet. Ich drücke jetzt die Space-Taste einmal ganz kurz zum Testen. Und oben könnt ihr mal gucken im schwarzen Feld. So, das wird also wirklich, ich mache es jetzt nochmal. Ne? Es wird eingeblendet. Ihr könnt es genauso machen wie Gronkh und Co. oder sonstige Let's Player, indem ihr es einfach so lasst und das direkt losgeht. Ich persönlich bin ein Fan davon, dezente Editierungen reinzubauen, um eine angenehme Einleitung zu nutzen. Und das gleiche macht ihr am Ende im Prinzip, nur in die andere Richtung. Ihr geht also quasi hin, ne? Drückt Shift und zieht das so weit vor, wie ihr wollt. Wenn ihr nämlich Shift nicht drückt, dann geht das, also je nachdem seht ihr ja, dann hüpft es schneller nach vorne. Könnt ihr also machen, wie ihr wollt. Prinzipiell ist immer so 2 bis 3 Sekunden ganz cool. Das ist aber eine reine, sag ich mal, subjektive Betrachtung. Und dann wird das hier auch jetzt oben schon, wird es dann schön wieder ausgeblendet. Das gleiche geht mit Tonspuren. Tonspuren werden dann einfach von laut auf leise umgestellt. Das kann man machen, muss man aber nicht. Jo, das ist eigentlich der ganze Trick. Ich habe jetzt auch gesagt, Bauchbinden.
Unsere Bauchbinden gehören ganz, ganz fest mit zu unserem Portfolio. Das muss immer mit drin sein. Das hier oben ist die Soundspur. Wir machen jetzt mal ganz frisch. Wir gehen jetzt mal davon aus, hier oben ist definitiv noch kein Banner drin. Das heißt, ich lösche den Banner mal kurz raus. Dann habe ich hier extra, ich mache den mal kurz drüber, einen Ordner mit Bauchbinden. Die werden jedes Mal für jedes Spiel neu erstellt. Dafür gibt es eine PSD. Wir arbeiten also auch mit Photoshop. Die zeige ich euch mal ganz kurz. Die nennt sich bei mir zum Beispiel, die ich jetzt immer benutze, die Mad Mike Bauchbinde Long, weil die ist extrem lang. Longus Schwanzus. Und prinzipiell wird hier immer ausgetauscht. Diesmal fest. Das ist im Übrigen eine PNG nachher, deswegen ist das Ganze hier auch transparent im Hintergrund. Diese Kacheln sind Transparenzkacheln. Man geht hin, ne, aufs Schreibwerkzeug und ändert im Prinzip bei uns jetzt nur noch hier das Genre aus, den Publisher, den Developer und den Sponsor. Und wie ich das jetzt gerade mal gemacht habe, ist im Prinzip, ich drücke auf Escape, um das wieder abzubrechen, damit ich woanders wieder reinsetzen kann. Wer sich mit Photoshop auskennt, braucht die Erklärung nicht. Wer sich nicht mit Photoshop auskennt, der kann gerne bei mir vielleicht eine kleine Hilfestellung bekommen im Teamspeak oder auch nicht. Und da guckt sich irgendein Video auf YouTube an oder sonst was, wo es erklärt wird, wie es geht. Und das Ganze wird dann, wie gesagt, als PNG abgespeichert. Und sieht dann folgendermaßen aus. Ich minimiere das jetzt mal wieder, damit ihr nur wisst, wie es funktioniert. Die Bauchbinde kommt dann in einen extra Ordner, wo die ganzen Bauchbinden drin sind. Ne, hier. Am Anfang haben wir die Bauchbinden mal genannt. Dadurch haben wir die aber nie wieder gefunden, welche man braucht. Somit haben wir sie einfach nur noch nach dem Spiel benannt. Dann soll ich schnell reden, dann liegt es daran, dass ich hier den Guide schon richtig lange mache und langsam muss ich hier wirklich ein bisschen ungeduldig werde. Sorry Leute, das ist echt anstrengend, so ein Ding. Wie dem auch sei, auf jeden Fall sucht ihr den richtigen raus, in dem Fall Diablo. Ne, mal D gedrückt, da ist er. Zieht den, das ist genau das gleiche wie mit dem Video. Ihr zieht mit der linken Maustaste einfach, Entschuldigung, doppelt geklickt, mit der linken Maustaste das Ding einfach rüber und setzt es einfach erstmal irgendwo hin. Bumm, sitzt. Ne, klickt rein, damit das andere Ordnerding weg ist. Geht mit der Maus wieder ein bisschen zurück, damit das Ganze wieder ein bisschen minimiert wird. Und ihr seht, das Ding hängt natürlich jetzt total falsch. Ne, hier oben ist die Sounddatei und das Ding hängt falsch. Wollen wir nicht, ziehen wir das Ding einfach dahin, wo es hingehört. Wenn es zu lang sein sollte, ich habe es ja so angepasst, dass das, was reingesetzt wird, genauso da reinpasst, dann macht das kleiner. Also ihr könnt hier an diese Außenseiten gehen, ne, könnt das dann länger ziehen oder kürzer ziehen. Und einfach mal so, pupp, ihr seht wieder die kleinen hellblauen Pfeile, zack. Aneinander setzen. Das ist nicht die ganze fertige Arbeit, da kommt noch eine Kleinigkeit. Denn jetzt kommt zwar der Sound mit dem Wusch, Wusch, aber da kommt keine Animation. Das heißt, wir brauchen eine Animation, einen Übergang sozusagen, und den haben wir oben links. Da gehen wir in dem Fall bei uns auf Push. So, dann ist hier einmal nach links schieben, bisschen runter und einmal nach, ups, Entschuldigung, so runter. Einmal nach rechts schieben. Und auch da ist Drag and Drop prinzipiell das gleiche, was ihr immer braucht. Ihr klickt einmal mit dem linken Maus da drauf, zieht das hier runter, so, lasst es fallen. Dann geht das Ding hier auf, das könnt ihr einfach wieder zumachen, das braucht ihr nicht. Geht erstmal hin und nehmt das andere noch, nach links schieben und setzt das ans Ende, weil das müsst ihr wieder nach links schieben. Das liegt daran, dass der Banner von links nach rechts reinläuft und dann von rechts nach links natürlich wieder rausläuft. Ihr könnt, wenn ihr eure eigenen Videos macht, klaut uns nicht alles, nehmt eure eigenen Ideen, lasst es komplett einmal durchlaufen, wie ihr wollt, geht ja alles. Wir machen es auf jeden Fall so. Dann sieht man hier oben die Sounddatei. Im Übrigen, ihr seht hier oben diese kleinen Strichelchen, das ist ja da, wo der Sound abläuft. Jetzt ist das nicht ganz synchron mit dem Reinlaufen. Das heißt, das läuft immer noch, während der Sound schon zu Ende ist. Das heißt, wir müssen das leicht anpassen. Das ist ganz einfach. Geht in die Spur rein, wo Push steht. Ihr seht wieder diesen kleinen, ne, hier das kleine Symbol und drückt einmal die linke Maustaste runter und zieht es einfach ein bisschen so in die Nähe, wo der Sound aufhört. So hier ungefähr. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Da seht ihr das sogar ganz deutlich, dass es zu lang ist. Zieht es auch zurück und damit habt ihr das Wusch jetzt an der richtigen Stelle. Ne, hier ist Wusch. Das Twitter-Ding funktioniert immer genauso. Um das mal darzustellen hier. Das ist genau das gleiche. Kuckuck. So. Das war's. Tatsächlich. Das ist zumindest die Vorbereitungsarbeit. Und jetzt kommen wir dazu, was wirklich wichtig ist. Ihr habt jetzt meinetwegen die Videos fertig. Das machen wir mal kurz zusammen. Kleine Sekunde. So Mädels, wir machen jetzt mal wirklich eine Live-Übung. Ich bin jetzt gerade in einem neuen Video drin von Visceral Cleanup, das wir momentan let's playen bzw. let's testen. Und ziehe, ihr seht es jetzt hier schon, habe ich den Ordner noch offen, ziehe jetzt auf jeden Fall meine Videodatei hier rein. Dauert wieder einen kleinen Moment, bis es plopp macht bei mir. Kommt gleich, jawohl, plopp. Die Festplatte ist nicht die schnellste, das ist leider das Problem. Ziehe es hier rein, nehme dann die erste Tonspur, ziehe sie hier unten rein. Da bin ich vorhin gar nicht drauf eingegangen, das erkläre ich jetzt in einer Sekunde. Und nehme die zweite und packe sie drunter. Der Grund, warum ich das mache, ist ganz einfach. Ich habe hier noch andere Dateien drin. Das ist einmal unser Intro. Da kann da die Videodatei gerne dahinter, ist ja kein Problem. Es soll einen schönen Übergang geben. Und drunter ist der Sound. Und der Sound ist leider ein bisschen laut geraten damals. Das heißt, ich habe den hier auf minus 10 geregelt. Dadurch muss ich darauf achten, dass meine Tonspuren auf jeden Fall nicht auf dieser Spur liegen. Ansonsten sind die auf minus 10 runtergeregelt alle. Und das will ja kein Mensch, dann hört ihr uns ja nicht mehr.
Zudem ist es immer sinnvoll, bevor ihr jetzt irgendwas macht, die Tonspur ein bisschen anzupassen in Lautstärke. Das könnt ihr einfach machen, indem ihr hier drüben auf die Dezibelzahl klickt, ganz links, doppelklickt und ihr einfach Minus oder Plus eingebt oder Escape drückt und einfach mit der, doppelklickt oder einfach mit der, Moment mal, hä? Entschuldigung, oder mit dem Regler hier, da war er genau, mit der Maus, mit dem Mausrad vor oder zurück dann dementsprechend lauter oder leiser macht. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Okay, dann haben wir ja schon mal gesagt, alles markieren, ganz kurz, die G-Taste für Gruppieren nehmen, das Ganze nach links ziehen, damit es schön andockt, dann hier reinzoomen, den Übergang schaffen, wir haben es vorhin ja erklärt, ist gar nicht lange her, so auf 2,22 ist super, und den Abgang genauso, und mal kurz mal, oder so ungefähr genauso, also, ne, 14, 12 ist alles zu viel, so im Moment haben wir gleich 3,32 ist auch okay, so. Das war es prinzipiell jetzt erstmal. Ihr seht, das Video hängt zusammen, wunderbar. Wichtig ist dann das Speichern. Das ist eine ganz wichtige Sache fürs Rendern. Ihr geht da oben dann erstmal auf Datei, Speichern unter, sucht euch den Ordner aus, wo es liegen soll. In meinem Fall ist es wirklich nur Visceral, Visceral, Visceral. Dementsprechend in diesem Ordner, alles gut. Und ganz wichtig, Versionsnummer ändern. Das ist jetzt die Folge 4. Und das XXX steht im Übrigen dafür da, dass wenn ich noch keine Idee hatte, wie ich das Ding nennen soll, weil in der Mitte steht bei uns immer der Titel, ihr könnt den Titel auch gerne vorne hinschreiben, hinten hinschreiben, ist mir total wurscht, unser steht halt in der Mitte, dann lasse ich erstmal XXX drin und der Knorker ist nochmal also besser in irgendwelchen Wordingsfindungen und macht das dementsprechend dann nachher für uns rein. Ihr speichert das Ganze erstmal ab und jetzt, das ist genau das, jetzt habt ihr, und das zeige ich euch ganz kurz, jetzt habt ihr hier drin, in dem Ordner, wo es gerade abgespeichert hat, die Nummer 4 liegen und die öffnet ihr nachher einfach wieder. Und immer wieder und wieder, wenn ihr mehrere Videos habt, die ihr rendern wollt, könnt ihr alles soweit vorbereiten, öffnen das wieder, tauscht es aus und das machen wir jetzt mal kurz zusammen. Ich habe jetzt die 4 ja gespeichert, ne? Ist ja super. Jetzt kann ich quasi die doppelklicken und mache eine weitere Instanz von Vegas Pro auf. Und ja, das funktioniert wirklich gleich. Pass mal auf, wir noch nicht fertig. So, wir öffnen das Ding. Kommt wieder die, das ist, wenn ihr Dateien nicht findet, die ich vorher benutzt habe, in dem Fall Craft the World. Das könnt ihr irgendwann aufräumen, das ist jetzt nicht so wichtig an der Stelle. Und ihr löscht natürlich Dateien raus, weil das ist jetzt zwar die Folge 4, aber die ist ja schon offen. Löscht das raus, geht wieder hier in eure Aufnahme rein. Da seht ihr auch im Übrigen, das hier ist schon, was genutzt wurde durch die weißen Felder von den SFKs. Zieht euch quasi das nächste raus. Zack. Zack. Und zack. Markiert euch diese Stellen wieder mit der Taste G, wenn sie alle markiert sind. So, zieht euch die Sachen natürlich wieder rüber. Das hier ist im Übrigen die Christmas Edition. Sehr, sehr cool. Macht wieder hier euren Übergang, den mache ich jetzt mal ein bisschen schlampiger in der Hinsicht. Normalerweise ist Qualität hier Pflicht. In dem Fall mache ich es einfach mal gerade so ein bisschen nach gut dünken. Moment, 2 Sekunden, so. Alles wunderbar. Speichern. Folge 5. Ganz wichtig. Wir nehmen jetzt einfach mal nur die 2. Ihr könnt beliebig viele machen, bis euer Rechner abstinkt am Schluss. Das müsst ihr jetzt aber rausfinden, wo er abkackt. Meiner kann, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, wie viele auf einmal öffnen. Instanzen ist kein Problem. Und hier unten seht ihr das ja, ne? Das hier ist Folge 4. Und das hier ist Folge 5. Also unten habt ihr jetzt nicht gesehen, weil ich es wahrscheinlich ausgeblendet habe. Ihr solltet nicht unbedingt sehen, was ich alles am Laufen habe. Aber zumindest wechsle ich gerade immer zwischen 4 und 5 hin und her. Das Rendern kommt jetzt tatsächlich. Bevor ich aber das Rendern mache, habe ich euch ja gerade gezeigt, wie ich speichere. Und ich gehe nochmal kurz drauf ein. Speichern unter. Benennt die Dateien, wenn ihr für uns zum Beispiel mitmachen wollt oder mitmacht, immer nach dem Titel des Spiels. Episodennummer, Titel, Let's Test oder Let's Play und eventuell optional Together. Wenn es ein Together sein sollte, ist immer Together-Pflicht. HD kommt rein, da kommt nachher noch ein Plus hinten dran. Das kann man aber in diesem Ding hier leider nicht machen. Und Deutsch. Kann zur Not auch auf DE abgekürzt werden, wenn der Titel zu lang wird. Das ist absolute Pflicht. Da gibt es auch keinen Wenn und Für und Aber. Da haben wir lange rumprobiert und gemacht und getan, uns auch informiert und geguckt, wie andere das machen. Ist ganz normal. Macht es auf jeden Fall sauber. Also schon von Anfang an, nicht erst nachher, macht es am Anfang. So, dann geht ihr auf Rendern. Jetzt kommt das Schönste an der ganzen Geschichte. Das Rendern. Nicht einfach auf Rendern klicken, sondern erstmal Doppelklick in ein freies Feld. Dann wird alles markiert. Und das ist der Bereich. Das seht ihr oben im Übrigen über diesem 0000, also bei dem 0000 seht ihr diesen gelben Punkt, dieses gelbe Dreieck, Entschuldigung, und das gelbe Dreieck ganz rechts. Und dieser Bereich wird nachher gerendert. Wenn ihr das nicht macht, ja, dann rendert ihr quasi nichts. Das ist nicht so toll. Ihr könnt es auch manuell auswählen, ihr könnt auch hier diesen Streifen mit der Shift-Taste setzen, einfach reinklicken, dann wird der Bereich hier gerendert und könnt dann oben zum Beispiel hier einfach das so ziehen, könnt ihr auch machen und dann nach rechts ziehen, so, und dann hier auch andocken, das merkt ihr dann, wie so ein kleiner Magnet geht das wieder dran. Aber die sicherste Methode ist wirklich doppelklicken einfach in eines der Felder, so, gucken, dass es nicht alles markiert. Am besten ist das freiste Feld hier unten, da wird alles immer markiert. Kontrollieren, ob alles okay ist, oben auf Datei gehen, rendern als
Jetzt kommen wir zu Krux. Und dann seht ihr das hier. Ja, jetzt ist es ganz, ganz wichtig. Findet bitte, und das müsst ihr testen, ob es da ist. Ansonsten müssen wir gucken, manchmal müsst ihr es mehrfach installieren. Ihr müsst den Debug-Mode-Frame-Server finden. Ich fange mal von oben nach unten an, damit ihr nicht gleich wieder verwirrt seid, was ich hier gerade vor mich hergebe. Unten fangen wir an. Unten, ganz unten links, ist alle Optionen anzeigen, Pflicht zum Anklicken, sonst seht ihr nur die Hälfte. Gut, habt ihr gemacht? Klasse. Dann definiert ihr bitte unter Durchsuchen, wo das Ding überhaupt hingespeichert werden soll. Bei mir ist es schon richtig, aber ihr wollt zum Beispiel kein Titanfall in Visceral, da fehlt das L, ich weiß, ist egal, abspeichern. Das heißt, ich will das ja hier abspeichern. Also, ne, speichern. Man sieht schon, Ordner, alles richtig. Dateinamen kann man hier, wenn man möchte, sogar noch ändern. Ne, da habt ihr die letzte Möglichkeit, das Ding zu ändern, hier erstmal. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch wirklich den Debug-Mode-Frame-Server auswählen. Wenn ich die Favoriten mal ausmache, sieht das folgendermaßen aus. Und da drunter ist er dann auch. Und den nehmt ihr am besten gleich in die Favoriten. Ihr könnt den kleinen Stern hier anklicken. Der ist normalerweise standardmäßig nicht da. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er da. Klickt den Stern hier oben als kleinen Haken mit an. Dann habt ihr nur noch den Frameserver drin. Frameserver bedeutet nichts anderes, als dass das hier, was ich gerade gemacht habe, einfach nachher weitergeleitet wird. Das ist also so eine Verarbeitungsweiterleitung. Ihr werdet nicht in Sony Vegas rendern. Auf gar keinen Fall. Das werden wir mit MIGUI machen. Das haben wir ja schon gesagt. Ne? Installieren und so weiter und so fort. So, dann klickt ihr auf Rendern. Und dann geht jetzt hier nochmal ein Fenster auf, der Debug-Mode-Frame-Server, den kann man rumschieben, das ist ganz egal. Wichtig ist Format YUY2, Write Audio as PCM Samples in Signpost, oh Gott, mein Englisch ist heute so scheiße. Write Audio as PCM Samples in Signpost AVI oder AVI. Den Netport könnt ihr leicht lassen, Image ist ganz egal, Hauptsache Video-Output ist alles richtig, sagt Next. Und dann fängt er mal gerade an, so ein bisschen ja, seine Signpost-AVI zu ja, schreiben. Er schreibt quasi ein AVI-File. Keine Sorge, das AVI-File wird in der Regel, wenn MIGUI fertig ist und ihr auf Clear daher geht, auch wieder vorgegriffen, seht ihr dann dementsprechend wieder gelöscht. So, delay. In der Zwischenzeit könnt ihr Folgendes machen. Ihr geht in die zweite Datei rein, die ja noch nicht fertig ist mit dem Frame-Server, macht wieder einen Doppelklick dahin, ist ja schon nur gespeichert, geht da oben auf Datei, sagt Rendern als, guckt nochmal, ja, ist alles richtig, Rendern, auch alles richtig, Next. Und jetzt haben wir hier zwei AVIs, die schon vorbereitet werden. Und das ist der Trick in der ganzen Geschichte, wie wir rendern. Wir machen wirklich so viele Videos wie möglich, ne? Also Vorproduktion. Haben ja unsere ganzen Templates schon fertig, müssen dementsprechend einfach nur noch was öffnen, ein bisschen anpassen, Bauchbinde ändern, die Übergänge ändern etc. pp. Speichern das immer als neueste Version ab, damit wir die nächste wieder öffnen können. Speichern die als neueste Version ab, damit wir die wieder öffnen können. Speichern die als nächste Version wieder ab, damit wir die öffnen können. Nein, das ist keine kaputte Schallplatte. Und machen die genau so. Dadurch haben wir jetzt hier zum Beispiel schon einen fertig, denke ich mal gleich. Jawohl, ist gleich fertig. Und öffnen schon mal MIGUI. So, MIGUI geht gleich auf, Sekunde. Zack. Nee, ups, das war. Jetzt sind die zwei Frames aber fertig. Das MIGUI geht auf. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. So, wie gesagt, MIGUI ist offen. Das sieht bei mir jetzt schon fertig aus. Dementsprechend müsst ihr jetzt wirklich einfach nur das machen, was ich euch hier sage. Und das ist im Übrigen etwas, was mir mal jemand beigebracht hat. Hier noch einen schönen Gruß an einen guten Demon oder Damon oder wie auch man ihn ausspricht, von einem gewissen Let's Play Forum. Ohne ihn hätte das niemals geklappt damals. Das ist schon ein bisschen her mittlerweile, aber es klappt. Ihr geht als allererstes bitte auf dieser Seite, wo Input hier steht, auf Encoder Settings und wählt bitte das X264 Scratchpad aus. Ganz wichtig. Und danach geht ihr auf Config auf der rechten Seite. Hier kommt es ein bisschen darauf an, was ihr einstellt. Hier geht es nämlich um die Qualität letzten Endes. Kommt auf euren Rechner an, wie gut die Quali geht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr ein bisschen was könnt. Dementsprechend unten gucken, das Scratchpad steht ganz unten, ganz wichtig. Show Advanced Settings ist okay. Target Play Device, ich gehe von unten nach oben, falls euch jetzt gerade das komisch vorkommen sollte. Default. Und Preset setzt ruhig auf Medium, reicht in der Regel von der Qualität her. Ihr könnt jetzt auch das Ganze noch auf besser stellen, probiert es gerne aus, passt aber eigentlich auf Medium. Encoding bitte auf Constant Quality, ist ganz wichtig. Und Quality, ja, zwischen 19 und 21 ist eigentlich wunderbar. 21 ist wunderbärchen. Guckt euch unsere Videos an, also da meckert eigentlich keiner drüber. Tuning None, AVC Profile High Profile und AVC Level einfach auf Unrestricted Auto Guess lassen. Frame Type, Deblocking anklicken, 00, Cabback anklicken, FPF Based 250, 25, Open GOP bleibt aus, alles andere bleibt auf 0. Auf der rechten Seite das Häkchen checken, ob es da ist oder nicht. Weighted Prediction for B-Frame, Number of B-Frames 3 reicht vollkommen, 0. Adaptive B-Frames auf 1 Fast. B-Pyramid ist auf Normal, Number of Reference Frames auf 3, Number of Extra I-Frames auf 40
Und bitte fragt nicht nach, was das alles bedeutet. Macht es einfach so. Dann seid ihr auf der richtig sicheren Seite. Smart Non-Adaptive Iframe Decision angeklickt. Das meiste davon ist schon so eingestellt. Ihr müsst meistens nur ein paar Zahlen ändern. Die Rate Control, guckt sie euch mal kurz an. Müsst ihr in der Regel auch gar nicht ändern. Wenn was anders aussehen sollte, dann packt es einfach so rein, wie ihr es gerade seht, mit 0, 69, 4, 1,4, 1,3 etc. pp. Ich lasse es lang genug offen. Ihr könnt das Video auch kurz pausieren. Alles gut. Analysis, genau das gleiche. Guckt es euch kurz an. Und Miscellaneous müsst ihr in der Regel eigentlich gar nichts machen. Aber schaut es euch trotzdem mal ganz kurz an, ob es passen sollte. So, wichtigste ist, wieder auf Main zurückgehen. Nochmal alles checken, ob alles gut ist. Dann auf OK klicken. Also ne, Scratchpad muss hier drin stehen. Fileformat bitte auf MKV stellen, nichts anderes. Ansonsten muss ich euch leider töten. Ansonsten müsstet ihr hier, ich guck mal kurz, unten genau unter Track 1, ganz wichtig, auch bitte Scratchpad anklicken und also auswählen. Nochmal kurz die Config anklicken. FF Audio Source muss drinstehen, Keep Original Channels muss drinstehen, Keep Original Sample Rate muss drinstehen, Keep Original muss drinstehen, die zwei Haken sind weg. Ganz nach rechts bitte für Slow Encode, dafür bessere Qualität halt dementsprechend. Und unten muss wieder, wie gesagt, Scratchpad drinstehen, dann ist alles gut. Kannst du mal in dem Fall. Extension bitte als FLAC machen, das ist ganz wichtig. Unten links hier ist das, ne? Aber das müsste eigentlich so standardmäßig drin sein, Delay 0. Und dann habt ihr hier eigentlich schon alles gemacht, was ihr machen müsst. Cool, ne? So. Dann haben wir oben Options, Settings. Schaut euch einfach die Häkchen an, wo sie sitzen. So, das könnt ihr in ganzer Ruhe gucken. Ich möchte euch nicht mal alles vorlesen, dann wird das Video nämlich noch länger und es ist schon ewig lang mittlerweile und eigentlich sind Videos, die zu lang sind, ziemlich kacke. Hier unten könnt ihr feststellen, Default Output Directory in Custom File Size Values. Hust. Das soll nichts anderes bedeuten, als da werden dann eure Dateien abgelegt. Tut euch selber den Gefallen und packt sie wirklich, ich hab's ja hier. In den Hauptordner, wo eure Game-Episoden her abgelegt werden. Dahinter ist ja noch, immer, müsst ihr bedenken, immer noch ein Ordner pro Spiel. Und damit das nicht so vollgemüllt wird, nehmt ihr einfach den. Also damit nicht immer nur der eine Gaming-Ordner zugemüllt wird, sondern wirklich der Hauptordner. Das ist folgendes, ich zeige es euch ganz kurz. Und hier, gehen wir jetzt nochmal zurück, Games-Episoden. Das sind dann folgende Dateien, die könnt ihr nachher auch löschen. Im Prinzip, die braucht ihr nicht mehr, das sind die hier unten drunter. Also das hier ist das. Diese kleinen süßen Dateien werden generiert und da dann abgelegt. Kann man ja nicht unterbinden, ist halt leider so. Dementsprechend, aber die sind 1, 2, 3, 4 Kilobyte groß, das interessiert keine Sau. Dann unter, Moment, Configs Source Detector müsste eigentlich nichts machen. Ich habe jetzt einfach mal angeklickt, damit ihr gucken könnt, ob das alles in Ordnung ist hier. Extra Configuration ist schon wieder wichtiger. Number of Passes 3, das ist einfach dadurch für die Qualität nochmal besser gemacht. Das sollte so aussehen im Übrigen im Container. Auf Configure Auto Encoding Defaults ist auch wichtig. Draufklicken, gucken, Containers MKV, kein Splitting und No Target Size. Und da ist kein Haken drin zu sein. Ganz toll, ne? Super. Okay, wird dann gespeichert. Ich muss jetzt nicht speichern. Override Stats Files in Third Pass. Den Keep Second Pass Output in 3 Pass Mode bitte nicht anklicken. Always MUX MKV Encoding with MKV Merge. Boah, was in Englisch. Ja, auf jeden Fall auch drin haben. Guckt es euch nochmal in Ruhe an. Und klickt dann auf External Program Configuration. Checkt das kurz, ob alles soweit aus ist und an ist. Ja, also hier ist im Übrigen nochmal die Percentage drin. Das ist aber auch alles wunderbar. Unten müssen die X264 dran sein für 64-Bit-Mode, wenn ihr einen Rechner haben solltet in der Richtung, wo ihr so aufnehmt. Der 65er bleibt aus, ist auch wichtig, der Muxer. Und HD Streams Extractor bleibt an. Und dann seid ihr eigentlich fast fertig. Das ist nicht toll. Gehen wir davon aus, ihr habt jetzt alles eingestellt und ihr wollt wirklich was rendern. Wir haben jetzt zwei Videos momentan in der Queue, also im Frame-Server, nicht in der Queue, beim Frame-Server. Dann drückt ihr, und dann macht es bitte wirklich so, weil es einfach einfacher ist, um sich direkt dran gewöhnen, die Steuerungstaste runter und R. Das ist nämlich fürs Rendern. Dann geht der MIGUI Avisynth Script Creator auf. Dieses kleine Ding hier im Prinzip. Und hier oben im Video-Output könnt ihr das nachher dann auswählen, was ihr rendern wollt. Aber bevor wir das machen, gehen wir hier auf das Avisynth Profile. Das hier. Da steht normalerweise, ich klicke mal kurz drauf, irgendwas von YouTube drin. Wollen wir nicht. Ihr klickt also auf Config. So. Und macht ein einziges Mal oder beziehungsweise zweimal könnt ihr auch machen eine Einstellung. Und die macht er genauso, wie es hier drin steht im Übrigen. Input muss drin stehen, Deinterlace muss drin stehen, Crop, Splinline 64 Resize und dann bitte, wenn ihr 1444 machen könnt, das ist im Übrigen die niedrigste Bitrate in der Richtung gleich, aber es trotzdem sieht fantastisch gut aus,
2080 mal 1170. Es wird nämlich geupscaled. Wir nehmen zwar in HD auf, also 1080 quasi, oder 1920 mal 1080. Es wird aber durch diesen Codec hochskaliert. Also sprich, dem guten YouTube wird suggeriert, hey, das ist eigentlich eine viel bessere Qualität, als sie hochgeladen wird. Dadurch macht YouTube den Codec frei und sagt und bietet halt gleichzeitig nochmal 1440 an. Das ist einfach ein Trick, prinzipiell. Wir upscalen quasi mit dieser in diesem Renderformat. Und dadurch kann man Texte zum Beispiel besser lesen und man sieht kleinere Details besser. Wenn man das Ganze natürlich schon auf 1440 aufnimmt, braucht man das in dem Fall nicht und kann es sogar noch höher setzen, um dann noch eine höhere Qualität zu bekommen. Das reicht aber in der Regel. Also bis wir 4K als Mainstream haben und die Leute sich das auch angucken können mit ihren Leitungen, reicht es vollkommen. Macht es nicht höher. Die Noise noch einstellen und dann bitte, wenn wir dann gleich fertig sind, ich gehe noch extra Setups noch kurz, wählt bei Resize-Filter auf jeden Fall den Lanczos Sharp, das ist der beste, den es gibt. Noise-Filter muss aus sein, MPEG 2 Deblocking ist aus, Color Correction darf gerne an sein, das sieht dann ein bisschen besser aus. Upsizing allowed, ist ganz wichtig, sonst klappt das nämlich nicht. Und unten Preset eben gucken, ja, klickt auf New, ne, dass ihr das abspeichern könnt und dann auf OK und dann habt ihr das auf jeden Fall hier drin. Ich empfehle euch, das gleiche nochmal zu machen für eine 2048er mal 1152er Version und für eine 1920er mal 1080er Version. Aber eigentlich reicht die hier, weil in der Regel nehmen wir eh nichts mehr mit 720 auf. Das ist nämlich die 720er Erhöhung hier, die 2048er mal 1152. Also ich gehe hier nochmal für euch kurz rein in die Config. Ist genau gleich aufgebaut, genau die gleichen Sachen stehen drin, nur halt ein bisschen kleiner. Das ist fürs Upscalen von 720p, damit das Ganze halt auf 1080 nachher ausgespuckt wird. So, das wollen wir aber nicht, wir wollen auf jeden Fall die 1444. Ha, ist das schön. Filter, nix, alles gut. Hier unten ein Haken, dann reicht das auch. Avi-Sourcen, nichts. DG, nix. Skript, erstmal auch nichts, kommt gleich. Jetzt wählt ihr das Video aus. Ihr klickt hier auf das kleine Punkt, Punkt, Punkt und geht dann, ihr seht es aber hier schon, geht dann in den Ordner rein, aus dem ihr die Avis, die hier unten ja gerade ablaufen, ne, also unten haben wir ja die Vegas-Dinger laufen, die Server-Dinger laufen, das sind die zwei hier, die 4 und die 5. Klickt auf die 4, auf Öffnen oder Doppelklick, ist egal, ich mache jetzt mal Doppelklick. Und dann macht es einmal flop in 2 Sekunden, da. Und ihr habt so ein kleines Vorschaubild schon mal. Das ignoriert ihr jetzt erstmal bitte. Da klickt ihr auch nicht drauf. Lasst es einfach, wie es ist. Ihr seht hier unten jetzt erstmal Resize und Suggested Resolution. Klickt bitte den bösen, bösen Pfeil hier weg. Resize. Wir wollen nichts resizen. Definitiv nicht. Ist alles gut. Es darf alles auf der Größe bleiben. Ansonsten kann es sein, dass hier ein Aspect Ratio Fehler kommt. Und das wollen wir nicht. Auto Crop gibt es im Übrigen auch nicht. Danach klickt ihr bitte auf Skript, nicht auf Filter, auf Skript. Geht hier rein, ihr seht jetzt, es ist alles nicht mehr ausgegraut, sondern es ist wirklich alles machbar. Und geht auf bei Audio und tauscht bitte False mit True aus. Ist ganz wichtig, sonst habt ihr nämlich nachher keinen Sound. Und dann klickt ihr auf Save. Dann geht das Bild zu, das zweite Bild geht auf. Und das zweite Bild könnt ihr einfach mit dem kleinen roten Kästchen, kleinen roten Kreuz, Entschuldigung, dem kleinen weißen Kreuz auf roten Grund schließen. Jetzt ist hier in der Haupt... auf der Hauptseite, wo ihr vorher drin wart, wo wir alles eingestellt haben am Anfang, ihr erinnert euch vielleicht, alles ausgefüllt. Es muss alles ausgefüllt sein. Hier oben müssen, bei Avisynth muss was drinstehen, bei Video Output muss was drinstehen, unten im Track muss audiotechnisch auch was drinstehen und Audio Output auch drinstehen. Heilige Scheiße, verhaspel ich mich immer. So, wenn ihr das habt, ist das die halbe Miete. Die andere Miete kommt, indem wir unten rechts auf Auto Encode klicken. Klick. Einmal kurz checken, das haben wir, erinnern uns, wir haben das vorhin eingestellt mit Container MKV und No Target und so weiter, deswegen bleibt das alles so, wie es ist. Dann guckt ihr nochmal kurz unter Name of Output, klickt hier nochmal auf das kleine Punkt, Punkt, Punkt und sagt ihm bitte, ihr seht nämlich jetzt die ganzen Spiele, wo ihr das abspeichern sollt. Ansonsten wird das immer da reingeschubst, wo ich vorhin drüber gesprochen habe, nämlich in Game Episodes. Und das wollt ihr nicht. Dann habt ihr nachher alle Spiele untereinander und zwar alle 10 Milliarden, die ihr dann wahrscheinlich nochmal über Let's Played. Sondern ihr geht in den Hauptordner, wo ihr Visceral, also euer Spiel habt, in dem Fall Visceral oder Viscera, weil das L ja immer noch fehlt. Doppelklick drauf. Und ihr seht, ihr seid jetzt im selben Ordner, wo schon mal 3 Dateien von mir gerendert wurden. Die kommen nachher im Übrigen in den Up-Ordner, das heißt nämlich nichts anderes, als dass ich die schon hochgeladen habe. Dadurch komme ich nicht durcheinander von wegen, was muss ich denn noch hochladen, was nicht. So, sage Speichern. Dann ist das jetzt, wird jetzt da abgespeichert und sage Queue. Jetzt kommt der Trick mit mehreren Sachen hintereinander rendern. Wir machen wieder Steuerung R und machen das ganze Spielchen nochmal. Wir klicken auf die Punkt, Punkt, Punkt. Klicken aber nicht auf die 4, sondern die 5. Die 4 haben wir ja gerade schon gemacht. Doppelklicken. Es geht wieder das erste Bild auf, das ignorieren wir wieder. Klicken Resize weg. Ihr seht, es ist auch ein anderes Vorschaubild. Sehr schönes im Übrigen. Geht auf Skript. So, klickt True.
da rein, also tippt True rein und löscht False, speichert das Ganze, das zweite Bild geht auf, das schließt ihr ganz einfach wieder, klickt unten rechts auf Autoencode, klickt auf das Punkt, 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 drückt kurz die V-Taste, damit er zum V kommt und speichert das auch nochmal ab. Und guckt nochmal auf Q und technisch alles okay, klick, Q gedrückt, ja, wo ist es hin? Oh mein Gott, es ist jetzt unter Q. Hier gibt es einen Reiter, der nennt sich Q. Das heißt einfach Warte, Warteschleife, Warteschlange, wie auch immer. Klickt mal da drauf. Aha, da haben wir Visceral Cleanup 04 in dreifacher Ausführung und 05 in dreifacher Ausführung. Die hängen also hintereinander. Das könnt ihr mit so vielen Videos machen, wie ihr wollt, solange der ganzen Reihenfolge hinterhergeht. Ihr könnt auch ganz andere nehmen. Ihr müsst nicht alles nur ein einziges Ding nehmen, wie zum Beispiel nur Diablo. Ihr könnt auch Diablo nehmen, WoW nehmen, Visceral, Minecraft, Terraria, ganz egal. Die können alle untereinander stehen, solange es alles richtig verarbeitet wurde, ist alles gut. Wichtig ist, dass es drei Dateien sind, nämlich eine FLAC, eine X264 und eine MKV-Merge. Und dann klickt ihr auf Start. Und dann wird gerendert. Der Nachteil der ganzen Geschichte ist, wenn es langes rendert, kommt es auf den Rechner an, ob ihr dann noch was zocken könnt oder nicht. Ich kann's. Dementsprechend ist dieser Guide fast fertig. Der Rest ist eigentlich nur noch für mein Team wirklich notwendig. Dementsprechend wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn das Ganze fertig ist, einfach dann auf YouTube hochladen, da umbenennen, machen und tun und alles ist gut. Na dann, bis dahin, Matt Mike. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weiterhelfen können. Der Rest ist prinzipiell wirklich dann Feinarbeit. Bis dahin, ciao, ciao. Bis dahin, ciao, ciao.